An der Viktoriastraße liegt die Viktoria-Klinik und unzählige Bochumer sind hier schon in die orthopädische Gemeinschaftspraxis gehumpelt, um sich die hier anschauen zu lassen, die Knie. Als Modell oder als Röntgenbild sieht es für den Laien immer relativ gleich aus. Aber einer hat einen ganz besonderen Blick für Risse, Brüche und Knorpelschäden, Alexander Rosenthal, Bochums wahrscheinlich berühmtester Knieoperateur. Ein Mann mit einer unglaublichen Bilanz, seitdem er im Jahr 1992 den Standort Bochum eröffnete. Seither haben wir vermutlich 50.000 Knie operiert, oder ich habe 50.000 Knie operiert, und es sind jährlich ungefähr 400 bis 500 Kreuzbandersatzoperationen neben den anderen Operationen, die also regelmäßig stattfinden. Eines von den 50.000 operierten Knien ist dieses hier. Es gehört dem VfL-Spieler Patrick Fabian und hat schon deutlich sichtbar einiges durchgemacht. 3 Kreuzbandrisse, 3 Kreuzbandersatzoperationen. Das letzte stammt von Dr. Rosenthal. Und seitdem quält sich Patrick Fabian wieder durch die monatelange Reha. Es ist immer wieder ein Rätsel, warum es einige Spieler besonders häufig trifft. Patrick Fabian gehört dazu und ist mittlerweile selbst zu einem Knie-Experten geworden. Ja, es ist ein, wie es der Name schon sagt, ein Bänderriss im Knie des vorderen oder des hinteren Kreuzbandes. Bei mir war es jetzt das vordere Kreuzband 3-mal. Und dadurch geht die Stabilität im Knie verloren. Für den Otto-Normalverbraucher, der mit Sport nichts am Hut hat, lässt sich damit sicherlich auch weiterleben. Aber für einen Profisportler ist das nicht möglich. Also es muss operativ dann ein Implantat eingesetzt werden. Bei mir war es jetzt beim dritten Mal im Dr. Rosenthal hier die Patellasehne, ein Stück der Patellasehne. Und das soll jetzt angelernt werden, wie ein Kreuzband zu funktionieren und dementsprechend die Funktionen dann zu übernehmen. Und diese Funktionen werden langsam und mühevoll wiederhergestellt. Bei den Reha-Übungen merkt man, dass das Knie ein anspruchsvolles Körperteil ist. Es muss Gewicht halten, Bewegungen koordinieren und gegenüber plötzlichen Belastungen gewappnet sein. Das Knie ist kein Scharniergelenk, sondern es ist ein ganz komplexes Gelenk, das also in bestimmten Beuge- und Streckstellungen unterschiedlich angespannte Bandsituationen hat, und die muss man möglichst in einer entsprechenden Position neutral fixieren. So eine Maßnahme bedeutet Operation und Nachbehandlung. Und das bietet die Viktoria-Klinik jedem Patienten für seine Knieoperation an. Ein stationärer Aufenthalt in einer besonderen Klinikatmosphäre. Patrick Fabian kann ja nun schon länger wieder Treppen steigen, und so folgen wir ihm in die erste Etage und sind erstaunt. So eine Klinik stellt man sich doch etwas anders vor, und dann noch der Blick rüber ins Bermuda-Dreieck. So wird der Kreuzbandriss ein wenig erträglicher. Viele Freunde, die auch hingekommen sind oder auch ich selber, haben gesagt, es ist ja hier hotelähnlich. Ne? Also wenn jetzt nicht die Schwestern hier dauernd rumlaufen würden, und selbst die sind auch schon anders als im normalen Krankenhaus, würde ich sagen, dann hat man hier nicht unbedingt das Gefühl, im Krankenhaus zu liegen, und das tut dem Patienten, denke ich, auch ganz gut. Doch nach ein paar Tagen ist es vorbei mit dem Zimmer mit Aussicht. Die Tretmühle ruft. Und da zeigt sich dann, wer wie schnell wieder fit wird und wer demnächst vielleicht auch wieder gegen den Ball treten kann. Also in unserem speziellen Fall bin ich ganz guter Hoffnung, weil eigentlich keine zusätzlichen Schäden im Gelenk die zukünftige Sportfähigkeit unbedingt in Frage stellen. Also wenn alles gut läuft, haben wir eine durchaus berechtigte Chance, dass unser Patient wieder auch in den aktiven Leistungssport wieder zurückkehren kann. Und wohin dieser Weg führen soll, das sieht Patrick Fabian jeden Tag auf seinem Weg zur Reha. Liebes Revierpower Stadion, bald bin ich wieder da.